Jo, hier ist wieder euer GT 90-100. Entschuldigt heute, wenn ich heute ein bisschen genervt klinge, aber das ist, glaube ich, mein fünfter Versuch, wo ich versuche, dieses Video aufzunehmen. Ich werde nämlich immer von irgendwas gestellt. Entweder ist es das Telefon, andermal ist es wieder eine unnötige SMS von meinem Anbieter, der mir irgendwie Angebote anmachen, und das hört man leider. Ich weiß, es würden sich andere Fragen, ich jetzt ja ausstellen können. Wo will ich denn wissen, dass ich eine SMS von meinem Anbieter kriege? Das war ziemlich ungeschickt. Also wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen genervt klinge. Mal abgesehen davon stören mich auch immer wieder andere Leute, die ich natürlich hier nicht erwähnen darf und werde. Ja. Wir sind ja letztens stehen geblieben, beziehungsweise nicht wirklich stehen geblieben. Ich hatte technische Schwierigkeiten. Denn ich spiele mit einem Laptop. Ja, ich habe gerade Schleichwerbung, egal. Und Problem ist halt einfach, die Tasten sind ungewöhnlich eng. Es ist zwar ein 17 Zoller, aber die sind wirklich eng aneinander gesetzt und da ist es ein bisschen schwer, die richtige Taste zu bringen. Also ich spiele eigentlich aus zwei Gründen nicht mit Gamepad. Erstens, ich habe gerade kein Gamepad zur Hand. Und abgesehen davon ist dieses Spiel für den Gameboy ohne Analogstick komponiert. Bedeutet, wenn ich hier mit Dingens spielen würde, was ich mache, mache ich einfach wieder Bomben und wieder hatte ich Tastenprobleme. Dann würde es nicht ganz genau funktionieren, weil es war auch so, ich habe einen Super Nintendo Emulator und das Spiel habe ich einmal ausprobiert und das ging gar nicht. Also mit Analogstick, na klar, das kann man natürlich so einstellen, dass es nur digital funktioniert. Aber boah, das war ja cool. So, hier bekommen wir unser Item, unser Dungeon Item, der Wirbelstab, ein fast schon sowas wie der, ja, es ist, kann man es vergleichen, es ist ein tatsächlich übertrieben wichtiges, damit kann man den Stab bewirken. Falls ihr Stimmen im Hintergrund hören, ich werde dieses Video nicht unterbrechen, denn ich habe extrem keine Lust, 30 Mal neue Videos zu machen. Also entschuldigt mich schon vorher, wenn ihr hört. Es kann natürlich sein, dass ihr nichts hört. Und wir haben ein Portal freigeschaltet. Damit können wir, es ist eine Art Grundstein. Also es ist wie in Ocarina of Time, ja, noch nicht ganz. Sagen wir mal ein Dreiviertel der Ocarina, würde ich es jetzt mal so nennen. Denn es ist ein sehr wichtiges, um dich zu klein zu machen. Daher würde ich jetzt halt sagen, und wir haben einen kleinen Schlüssel erhalten. Was auch beeindruckend ist, ist auch die Tatsache, dass ich, habe ich ja schon erwähnt, dass ich auch mit dem Mikrofon hier arbeite, also, warte, komm mal runter. Ja. Also, ich arbeite mit einem internen Mikrofon, also ich meine, Anleitung ist so ein bisschen lau, würde man fast schon sagen. Ich auch persönlich sagen. Ein bisschen auf Low, also ich habe hier nur ein internes Mikrofon. Ich spiele wieder ohne Gamepad, also ich bin so ein bisschen der Low-Meister. Denn viele der Sachen braucht man nicht, weil das Mikrofon ist ein bisschen leiser, aber man hört mich, finde ich, relativ gut. Na, hier kommen wir an so einer Stelle, die ich nicht wirklich mag. Weil ich finde, diese Dinger sind so nervig. So Kreisdinger. Wie ich ja schon mal genannt habe, ich bin ja kein Fan von offiziellen Namen, also teilweise klingen die auch einfach behindert, weil die einfach von Japanischen untergepatscht werden. Viele. Nicht immer. Ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert. Oder? Trick ist eigentlich, dass man die hier so ein bisschen austricksen kann. Aber funktioniert leider nicht immer. Okay, ich hab's halbwegs geschafft. Brauchen wir wieder den Logischen. Obwohl ich auch sagen muss, der Endgegner erinnert mich stark an einen Gegner. Ich weiß nicht, ob es einfach recycelt war, aber er heißt zwar nicht so, aber wie in Ocarina of Time, aber Feuer Dungeon of Time ist, glaube ich, sehr offensichtlich, wenn ich meine. Falls die ganzen Anti-Zelda-Fans immer noch nicht wissen, was ich meine, ich sag's nicht. Denn ich glaube, sonst würde ich ein bisschen zu sehr spoilern. Für die,
glaube, die meisten weiß ich, was ich meine. Die meisten. Scheiße. Das ist schon oft genug passiert. Jetzt müssen wir zurück. Dann müssen wir zurück und dann machen wir wieder alles von unten. Das ist nicht besonders schön. Also. Prinzipiell ein Tipp für dieses Dungeon. Ich werde keine Tipps für Dungeon geben. Ich bin einfach auch um zu sehen, wie was macht. Es ist eigentlich Prinzip Tipps, darum brauche ich auch keine zu geben. Aber es gibt garantiert irgendwelche, die unbedingt Tipps wollen, nach dem Motto, sie brauchen es. Ich meine, falls jemand eine Wii hat und auf einem Nintendo KH, da gibt es ja diese Let's Play von dem. Remake, und ich finde, das ist unter aller Sau. Also, die wollen natürlich so ein bisschen das Reiz lassen, das noch zu spielen, aber das hätte man doch besser machen können. Also, ich finde, erstens finde ich wirklich alles ein bisschen zu plump, ein bisschen zu anti-posturell, würde ich jetzt sagen. Ich weiß, das gibt es nicht, aber ich habe es jetzt so oft gefunden, das ist so wirklich so muskulär kommen. Mal abgesehen davon überspringen sie die Hälfte des Dungeons, also es werden ein paar Dungeons erwähnt. Dungeons werden gezeigt, wenn man sie spielen, wie der berüchtigste, berüchtigte Wassertempel. Ich finde sogar das haben sie unterschwellig gemacht. Also ich finde, das war nicht besonders toll. In meinen Augen hätte man das viel besser machen können. Zum Beispiel fehlt mir auch immer so ein bisschen. Es ist nicht wirklich smart. Man hätte es smarter machen können. Dazu eignet sich wohl jetzt gleich schon das Nutzen auch. Wir können damit so Löcher kriechen und rauskommen. Hier ist offenbar noch eine Eisenbahn. Und hier, wir haben aber. Ja, zu hören. Ah, jetzt habe ich es hier. Also, das Dungeon lässt sich unbedingt schnell durchspielen, also es ist nicht wirklich ein langes Dungeon. Wir müssen eine Schüssel haben. So, weil ich finde, das ist ein. Insgesamt ist es ein tolles Dungeon, das ist mein Lieblingsdungeon aus dem Spiel. Aber vergleichsweise mit dem anderen Feuertempel ist auch immer noch total nicht vergleichbar, weil der ist einfach in meinen Augen, wenn ich jetzt Zeit und Situation übertragen würde auf das Spiel, natürlich jetzt ungefähr, ich hätte ja nicht mehr den Stahlhammer, ich hätte vielleicht gerade mal 3-4 Schüssel und schon wieder gleich gemacht. Also was passiert halt. Optimal. Das ist eigentlich schon relativ leicht. Ich finde, das ist ein. Ich finde, das hat wirklich gut gemacht. Das ist wirklich so. Und wieder so ein Grafikfehler passiert hier auch sehr gerne. Wieder so ein Fehler, also. Na, was will man machen? Fehler genau dazu. Ja, was man noch sagen kann, ist, dass es. Also, ich finde, dieses Endabteil, wo direkt der Masterschlüssel ist, ist ja offensichtlich, dass da der Masterschlüssel und direkt da oben das. Finde ich eine super Idee, also so spart man sich den. Oh, das war noch zu krass, so. Finde ich zum Beispiel. Na klar, ist offensichtlich, dass man jetzt hier braucht. Zwar finde ich, dass man den eigentlich gar nicht gebrauchen könnte, also sagen wir, man ist zwar gezwungen, die Bomben zu haben. Obwohl manchmal schon auch gezwungen, ihn zu benutzen auf dem Weg hin. Aber wenn man das alles durchpacken würde, würde man den Dungeon ihn gar nicht wirklich brauchen. Ich würde das da auch genauso schnell wegschlagen, würde einer sterben dafür, aber jetzt steht warum. Jetzt finde ich der Fokus viel zu wenig. Das wird jetzt knapp sein. Ich finde, man hätte den Fokus wirklich ein bisschen erhöhen können. Wo man eher dieses Gerät wirklich braucht. Also, den magischen Krug. Das ist eigentlich das letzte Abteil. Ich vergesse mich noch. Ach, ich erinnere mich. Das war auch so eine Szene, die würde ich am liebsten bildlich geschlossen entspannen, weil. Ja, wenn man da reingeht, weil damals habe ich nicht gewusst, dass was mit dem Stab war. Ich habe dieses Dungeon ganz ohne Play gespielt, aber ich habe. Meistens war das so ein Spiel, da spiele ich immer mit, da ist so Hilfe. Ja, und das habe ich halt ohne Hilfe gespielt. Aber dafür habe ich bezahlt. Dafür wusste ich nämlich das hier nicht. Aber so Bugs, ja, weiß ich auch nicht.
blöd, aber wie kann man jetzt hier raus? Ich muss das so ein bisschen austricksen. Man kann das, glaube ich, irgendwie austricksen. Nein, ja, ich weiß auch. Man könnte eben einmal oder zweimal verwundet werden. Ich muss sagen, ich hatte richtig Probleme mit dieser Stelle. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass man das einfach eigentlich nicht. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich auch, warum das nutzt. Ja, wir haben das falsch gemacht. Beziehungsweise ich habe das falsch gemacht. Unser Let's Play wird ein bisschen länger. Also ich möchte bis zum Gegner vorspielen. Also ich werde den jetzt nicht besiegen, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Das weiß ich auch nicht mehr, was wir gebraucht haben. Ich glaube, das ist ja auch schon ein bisschen unentscheidend. Ja, das kommt davon, wenn man so ein Spiel spielt und dann nicht schon was vergisst. Und wenn die Steuerung ein bisschen versagt. Beziehungsweise. Ich dachte schon, ich hätte vergessen. Was passiert? Ich dachte schon, ich hätte gedacht, was wäre gewundert, wenn der da gewesen wäre. So. Von Station zu Station. Es wäre aber schon ein bisschen herausfordernd, wenn er noch so ein bisschen Feuer spucken würde. Ah, ich weiß eh, was da alles drin ist. Das ist meist nur. Das ist meistens nur Konkurrenz, ich würde mir jetzt mal sagen. Ja, wir haben den Masterschlüssel. Ich möchte an dieser Stelle unterbrechen, da ich vermutlich, ja, ich werde jetzt gleich noch die ganzen Fragmente einsammeln, weil man braucht die für den Spielverlauf. Und dann treffen wir uns gleich hier, ich glaube, hier am Eingang wieder. Bis dahin, für die Zeit, reingehauen und danke, danke, dass ihr meine Videos angeguckt habt.